Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem weiteren Reinigungs- und Konservierungsvideo mit mir. Heute ist der 27.12. und ich habe mir gedacht, okay, bevor du den ganzen Tag oben vom Fernseher sitzt, du hast ja noch ein paar Münzen zu konservieren. Die hatte ich von einem Freund bekommen, der mir gesagt hat, komm, kannst du mir mal gerade die Münzen konservieren. So, und ich wollte euch mal an den Münzen zeigen, so wie mein Wachs auf den Münzen hinterher zurückbleibt oder wie die Münzpatina-Farbe hinterher zum Schluss ist. Es gibt ja viele Wachse auf dem Markt, das wisst ihr ja selber, ihr seid ja auch schlau genug, ihr benutzt Google. Es gibt genügend Restaurationsshops, wo man auch Restaurationswachse bestellen kann. Man bekommt Paraffine. Man bekommt mikrokristalline Wachse, aber ich kann euch sagen, Wachs ist nicht Wachs, Paraffin ist nicht Paraffin, weil es hinterlässt oder es verschiedene Wachse oder Paraffine dunkeln die Patina nach. Das ist für einen Münzsammler No-Go. Also ein Münzsammler möchte eigentlich die Münze in der originalen Fund oder ich sag mal in der originalen Patina, wie die Münze ist, behalten und haben. Und ich habe mir ja viele Jahre, oder ich sage, ich restauriere ja schon und reinige Objekte schon sehr viele Jahre, und zu Anfangs hatte ich natürlich auch nur die Sachen, die man im Laden bekommt, zur Hand gehabt, und war letztendlich zu Anfangs damit zufrieden, aber zum Schluss hin, wenn man das schon so viele Jahre macht wie ich, eben sehr unzufrieden, weil ihr kennt es selber, viele von euch kochen die Münzen ein oder benutzen Teelichter zum Beispiel und ihr wisst ja selber, eine Münze, die vorher grün war, wird, oder ich sag mal, die vorher eine helle Patina hat, bekommt später eine dunkle Patina. Da viele Wachse extrem die Farben der Patina verfälschen. So, und wie gesagt, ich habe mir viele Jahre Gedanken gemacht, wie und was für Wachs es auf dem Markt gibt. Und ja, ich selber hatte das Glück, dass meine Frau bei einer Firma gearbeitet hat, die Paraffine und Wachse herstellt für Museen, für Künstlerbedarfe und. Über die konnte ich dann, oder heute noch, beziehe ich bestimmte Grundstoffe von denen, um mein Wachs herzustellen. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte euch heute nur mal mit dem Kurzvideo zeigen, dass verschiedene Münzfarben oder ich sag mal verschiedene Patinafarben gibt. Zum Glück von meinem Freund habe ich 3 Münzen bekommen, mitunter diesen Faustina-Sisterzen. Ihr seht, er hat eine leicht ja, anhaftende, ich sag mal, wie so eine Kalkschicht, die man auch leider nicht gänzlich runterkriegt. Dann hier ein Ass, wieder in einer anderen Farbe, was sehr scheckig ist. Und hier rum wieder ein Ass, was ziemlich hellgrün ist. Und ich werde euch zeigen, dass mein Wachs eben nicht diese Farben verändert. Natürlich kommen die Bilder natürlich hinter oder die Münzbilder besser mit einem Wachs zur Geltung, als wenn man nichts drauf macht. Auch mit den anderen Wachsen, die ihr benutzt. Das ist vollkommen klar. Aber ich will euch mal den Unterschied zeigen zwischen den normalen Wachsen und meinem Wachs. Ja, was heißt, ich kann euch jetzt keinen normalen, ich werde jetzt hier keinen normalen Wachs oder irgendwelchen Paraffin raufschmieren, so dass ich die Münzen hinter für einen Kumpel kaputt mache. Aber ihr wisst ja selber von euren Münzen her, wie das hinterher danach ausschaut. So, dann hatte ich natürlich auch bezüglich mal die Frage, was passiert, wenn jetzt das Wachs von mir austrocknet im Döschen, weil das vielleicht zu lange offen gelassen hat, wie auch immer. Wenn Sauerstoff drankommt, zu lang an meinem Wachs, dann trocknet das aus, weil in meinem Wachs sind Lösungsmittel erhalten, deswegen ist das so ein bisschen cremig. Das soll auch so sein und so bleiben. Wenn ihr mal das Problem habt, müsst ihr mal gucken, wie viel Restwachs noch in der Dose vorhanden ist
und zu diesem Restwachs kippt ihr, oder vielmehr, ihr erhitzt das Wachs in einem Wasserbad oder ihr macht es wieder flüssig. Das heißt, ihr nehmt normales, heißes Leitungswasser oder ihr kocht euch ein bisschen Wasser auf, stellt die Dose da kurzzeitig rein, bis das Wachs richtig flüssig ist, schüttelt es mal ganz durch, so dass es wirklich richtig sich komplett aufgelöst hat. Und dort gibt er dann dementsprechend ein bisschen Waschbenzin wieder zu und damit ist wieder das Wachs geschmeidig. Aber ich zeige euch auch so, ihr könnt das Wachs auch so benutzen, dass das eben ohne Lösungsmittel, dann müsst ihr natürlich ein bisschen schneller arbeiten, weil mit dem Lösungsmittel hat man ein bisschen mehr Zeit zum Verteilen. Aber das könnt ihr dann hinterher auch mit dem Föhn machen, in dem Sinne, dass ihr die Münze schön warm haltet. Dadurch zieht das Wachs tiefer in die Poren ein. Ihr müsst euch das so vorstellen, eine Patina, die drauf ist auf einer Münze, das ist eine Korrosionsschicht. So, diese Korrosionsschicht oder diese Patina besteht aus Kristallen oder ist Kristall, ja, kristallartig, sagen wir es mal so. Wenn ihr ein richtiges Mikroskop habt, also kein Stereoskop, mit dem könnt ihr nur, ich sag mal, minimal vergrößern. Mit dem Mikroskop könnt ihr ja wirklich auf ein Tausendstel vergrößern. Und dann seht ihr, dass das aneinanderkettende Kristalle sind, eine Patina. So, und das Wachs dringt dort ein und stabilisiert die Patina. Das heißt, gegen Brüche, also Ausbrüche, gegen Fette, gegen andere Stoffe, die in zwischen die Patina kommen und die Patina beschädigen können. Also wie gesagt, wenn ihr eure Münzen immer anfasst, das mache ich ja auch, das ist ja ganz normal, man möchte die mal einem Kumpel zeigen oder der Familie zeigen oder wem auch immer. Und wenn man sie dann anfasst, dann überträgt man mit den normalen, also ohne Handschuhe, den Fingerschweiß, Körperfette und einfach drauf. Und nach einer gewissen Zeit ziehen die natürlich zwischen diesen Kristallen und können diese natürlich von der Oberfläche der Münze, also von der Bronze oder von der Kupfer, lösen. Ist zwar Jammern auf hohem Niveau, das ist ein Prozess auf viele Jahre, aber man möchte ja solche Sachen gänzlich erhalten. Und dafür nimmt man natürlich eben Konservierungsstoffe wie Wachs. Ja, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt gleich nach meinem Intro die Kamera versetzen, so dass ihr dabei seid. Wir werden jetzt gleich anfangen, die Münzen ein bisschen zu erhitzen oder ein bisschen zu erwärmen. Dann werde ich hier vor der Kamera das Wachs flüssig machen mit dem Föhn, bis es flüssig ist in der Dose. Dann werden wir die Münzen einpinseln und danach mit meiner, ja, ich sag mal, das ist ein Selbstbau mit meiner Mini-Bohrmaschine, mit dem Rossa-Aufsatz, ganz wichtig, ich benutze Rossa-Aufsätze dafür, weil die viel weicher sind als wie die Kunststoffbürsten, werden wir die Münze polieren. Danach werden wir das Ganze ablüften lassen. Ich habe von dem Sisters ein Vorbild, weil das ist das bekannteste. Ich werde euch von den anderen Münzen auch vorher Bilder machen, nachher Bilder, so dass ihr doch mal seht, wie eine Münze, ich sag mal, vom Erscheinungsbild hinter bei einer richtig schönen Konservierung, bei einem Wachsüberzug, dann zur Geltung kommt. Also Leute, dann sehen wir uns gleich nach meinem Intro. Also bis dann. So, wie versprochen, fangen wir jetzt an. Zuerst werden wir natürlich das Wachs flüssig machen. Dazu stellt man den Föhn an. Ich hoffe, dass er mich versteht. Und wir föhnen so lange, bis das Wachs flüssig wird. In dem Döschen. Kann einen Moment dauern. Und dann seht ihr was.
So, wir erhitzen jetzt erstmal die Münze, dass das Wachs besser fließen kann. Und ihr werdet hinterher auch sehen, dass das Münzbild viel besser zur Geltung kommt. Die Handschuhe habe ich deswegen an, dass wir jetzt kein Körperschweiß mehr oder dergleichen auf die Münze machen. So, das sollte eigentlich schon reichen. Wir nehmen jetzt ein bisschen Wachs, reiben es über die Münze. Immer gut auch die Ränder mitnehmen. Ich hoffe, dass ihr das alles schön seht. So, eine Seite, jetzt die andere Seite der Münze. So, gut, damit einpinseln. Ihr seht ja, ich mache das ja satt und habt keine Angst davor. Kam ja auch immer die Fragen, ja, ich habe jetzt glaube ich zu viel Wachs drauf getan und ja, jetzt ist ein weißlicher Belag da drauf, das ist kein Problem. Wenn er das wieder mit dem Föhn flüssig macht, also erhitzt, dann wird es flüssig, dann nimmt er das hinter mit dem Küchenkrepp ein bisschen ab. Aber achtet darauf, dass das ein Küchenkrepp ist, was nicht fusselt, und danach können wir wieder die Münze neu polieren. Ja, also das ist also nicht kein Problem. So, und jetzt werden wir das erstmal noch, weil ich jetzt extrem dick eingepinselt habe. Jetzt erhitzen wir wieder die Münze, so dass das schön in die Münze einzieht. Jetzt ist natürlich für jeden, und da zeige ich euch, das Münzbild erstmal ziemlich dunkel geworden. So, aber das ist kein Problem. Ist ja auch klar, das ist ja auch noch flüssig. So, jetzt nehme ich mal gerade das Küchenkrepp, legen das da drauf. Der überschüssige Wachs wird dann von dem Küchenbrett aufgesogen. Wir tun schön die Münze erhitzen. So zieht das auch wirklich richtig schön ein. Nur so weit, ihr müsst immer gucken, ich packe die Münze ja an. Das ist jetzt hier so ein Reiseföhn, der wird zwar auch heiß, aber nicht so heiß wie ein normaler Föhn. Also wie gesagt, macht das so, wie ich es mache, dann ist das auch kein Problem. So, so geht das schön in die Patina rein, bis zum Grund. So, jetzt macht er eins, wenn ihr meint, es ist zu viel drauf. Ich habe jetzt auch extrem viel drauf getan, den Überschuss abtupfen, so wie ich es auch tue. So, und dann legt er die Münze erstmal weg. Einfach weg, so dass das erstmal Zeit hat zum Einziehen. So, jetzt nehmen wir die zweite Münze. Das ist das Ass hier. Wir werden jetzt wieder das Wachs weich oder flüssig machen. So, wenn ihr das seht. Wieder gut erhitzen. Ich stelle das mal hier runter. Ist besser so hier auf dem. Na, sonst das Kunststoffteil von mir auch. So. Dich mit erhitzt. So, jetzt haben wir es flüssig, jetzt nehmen wir die Münze, nehmen wir auf, schön warm wieder. So, jetzt tun wir hier drauf, tun wir mal mein Brett schön weg. Ich hoffe, dass man das auch so sehen kann. Schön nah dran. So, jetzt nehmen wir wieder das Wachs hier raus, das ist noch schön flüssig. Die Münze schön einreiben. Auch den Rand.
schön verteilen. So, jetzt die Münze nochmal warm machen, dass das schön einzieht bis in den Kern. So, das sollte reichen. Jetzt tupfen wir wieder ab, das überschüssige Wachs. So. So, und legen die Münze auch weg zum Trocknen. Und jetzt nehmen wir die nächste Münze, das ist das Ass hier, erhitzen die. Hier schnell das Wachs wieder ein bisschen anföhnen, so dass es flüssig ist. So seht ihr, das reicht schon eigentlich. Ja. Ja, reicht. So, die Münze hier. Und jetzt nehmen wir wieder das Wattestäbchen. Wieder rein. Hier drauf. Schön verteilen auf der Münze. Hier auch. Einmal ringsrum. Andere Seite auch schön. So, das können wir jetzt beiseite tun. Legen jetzt hier die Münze hin. Zieht das schön bis in den Grund ein. So, jetzt tupfen wir das Ganze ab nochmal. Und lassen das jetzt trocknen. So, jetzt habt ihr, so jetzt wieder die Kamera andersrum, damit ihr mich wieder seht. So, jetzt haben wir diesen Schritt schon mal beendet. Jetzt müssen wir das mal so ungefähr 10 Minuten eintrocknen lassen. Wir wollen ja ein vernünftiges Ergebnis haben, oder 20 Minuten. Und nach den 20 Minuten hole ich euch wieder dazu und werde euch dann zeigen, wenn wir das aufpolieren, wie die Münze hinter zum Schluss aussieht. Wie gesagt, zum Schluss des Films wird es Vor- und Nachher-Bilder geben. Und dann könnt ihr das viel besser sehen als wie so auf dem Videofilm, weil hier im Keller eben, ich habe hier nur Neonlicht, das verfälscht natürlich auch hinterher die Farbgebung. Aber wenn die Fotos hinterher gemacht worden sind und aneinandergereiht, kann man das dann viel, viel besser sehen als wie so. So, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal, oder vielmehr, ich möchte meinen Sponsor grüßen. Das ist der Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ja, und ihm wünsche ich ja noch schöne Festtage oder Restfesttage. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich beim Polieren der Münzen. Also dann bis gleich. So, ich habe jetzt mal knapp 15 Minuten trocknen lassen. Und wir fangen jetzt an, mal die Münzen zu polieren. Ich zeige euch das mal. Wie gesagt, ich habe euch ja den Bürstenaufsatz euch gezeigt. Also ich zeige ihn euch gerne nochmal. Das ist sowas. Das sind hier so solche Tierhaarbürsten, Rosshaarbürsten, Pferdehaarbürsten. Diese Sachen bekommt ihr bei eBay. Schaut unter Tierhaarbürsten für Mini-Bohrmaschinen oder Pferdehaarbürsten, Rosshaarbürsten. Wie gesagt, bei eBay nach. Da bekommt er immer so einen Satz. Früher waren sie ziemlich teuer, heute sind sie recht preisgünstig. Sind alle Male besser als wie die Kunststoffbürsten. Weil eine Kunststoffbürste
wenn er die auf einer hohen Drehzahl laufen lässt, die werden ja heiß auf der Oberfläche. Und dann setzt sich natürlich das Plastik ab, was man nicht drauf haben will. Und man will ja auch keine Riefen in den in der Patina haben. Mit Rossabürsten, weil sie ziemlich weich sind, passiert dieses nicht. So, ich werde jetzt ein bisschen wieder die Kamera kippen, so dass ihr dabei seid. So, ich hoffe, dass das funktioniert. Das heißt Kamera, das ist mein Handy. Aber ich denke mir mal, dass das so ganz gut hinkommt. Ansonsten, ich muss noch ein bisschen unterlegen. So, dann seid ihr auch mit dabei. So, wir haben jetzt hier den Sesterzen. Ich lege den jetzt hier mal drauf und dann fangen wir an. Natürlich, bevor ich anfange, das beste Ergebnis erzielt er natürlich, wenn er solche Sachen 12 bis 24 Stunden wirklich aushärten lässt. Ich mache das jetzt hier eben beim Kurzvideo, so dass ihr schon mal Resultate seht. Wie ihr sagt, ihr müsstet mir glauben, nach 24 Stunden sieht die Münze noch schicker und noch besser aus, als wie sie jetzt nachher ist. Aber wie gesagt, ich mache ein paar Fotos, vorher, nachher Bilder und dann könnt ihr euch euer Urteil darüber selbst erlauben. Also bis gleich. Fangen wir jetzt erstmal an mit dem Polieren. Fangt mit einer nicht zu hohen Drehzahl an. Je nach Erscheinungsbild müsst ihr etwas länger polieren, also desto mehr Glanz kommt zustande. Und ihr werdet auch sehen, hinter die Patina an sich, die Schattierungen in der Patina bleiben erhalten. Also das heißt, wo dunkelgrüne Patina war, wird dunkelgrüne Patina bleiben und wo die hellgrüne dann rauskommt, bleibt auch die hellgrüne. Und wie gesagt, mit wenig oder mit mäßigem Druck, ihr seht das hier, ganz wenig drauf, das hört ihr ja auch an der Drehzahl, es verringert sich kaum was. Nur nicht zu fest aufdrücken. Und seht zu, dass er auch wirklich bis in die Kanten reinkommt. Desto schöner wird es hinterher. Die Kanten natürlich auch, also den Rand der Münze. Gut nachpolieren. Durch das Polieren nimmt er natürlich auch noch den restlichen Überschuss des Wachses ab. Ist so wie beim Autopolieren. Und vor allem, ihr habt jetzt die Münze danach richtig gut konserviert. Und da sollte wirklich, sage ich mal, wenn er so nicht direkt ins Sonnenlicht legt, die sollte also wirklich für mehrere Jahrzehnte sollte so konserviert sein. Und ihr seht ja selber, wie viel Wachs ich jetzt eigentlich an so einem Q-Tip benutze oder Ohrenstäbchen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ihr mit so einem Behältnis von mir, ich hoffe, das kann man sehen hier, das sind ca. 125 Milliliter, wie viel Münzen ihr damit machen könnt. Also da seid ihr wirklich auf der sicheren Seite, wenn ihr sowas habt. Da könnt ihr aber hunderte, tausende Münzen mitmachen. Wie gesagt, wenn ihr euch an meine Bedienungsanleitung haltet, sollte das kein Thema sein. So. Diese haben wir schon mal poliert, also ich zeige euch das mal. Das könnt ihr gut sehen, vorher, also das Vorbild und jetzt gleich hinterher das Nachherbild. Ich, wie gesagt, ich werde da ein Foto zu machen. Ihr seht hier, die hellgrüne Patina in der Münze selber drin ist erhalten. Jetzt werden wir das eine Ass machen. Mal immer hier so über einen Handschuh oder über ein Blatt, dann Dreck vielleicht von einer anderen Münze, dass er das nicht auf die nächste Münze mit aufnimmt. Und ihr werdet hinterher sehen, selber sehen. Eine vernünftig konservierte Münze sieht 10-mal besser aus, als wenn er da ja nichts dran macht. Und wie gesagt, tut euch selber einen Gefallen, kocht
keine Münze in Paraffin oder in Wachs ein. Vor allem deswegen, ihr müsst euch das so vorstellen, das Material, die Bronze, die ist ja schon dementsprechend mal so Antikmünzen, 2000 Jahre alt. Und wenn ihr die in Paraffin oder in Wachs, das wird ja über 100 Grad erhitzt, um eben flüssig zu werden. Bei mir ist es so, ich habe immer noch einen Rest, auch in dem harten Wachs, Restlösungsmittel. Bei mir sind es vielleicht 50 Grad, maximal 60 Grad oder 70 Grad, also ich glaube eher 60 Grad. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wenn man die Münze auch so erhitzt, dass da keine Schäden oder dass doch die Bronze dann wegbricht. Aber könnte die Patina wegplatzen, es könnte auch die Bronze brechen. Also ihr könnt euch euer Fundstück zerstören. Bei Eisen ist das was anderes, obwohl das kann auch kaputt gehen. Aber Eisen sollte man oder Eisenobjekte sollte man einkochen, wenn er die restauriert. Aber das habe ich ja euch mit dem Daniel in einem anderen Video, das heißt Elektrolyse, erklärt. Aber wie gesagt, es werden noch in den Jahren, oder ich hoffe, dass ich das noch Jahre machen kann, werden es dann immer weitere Reinigungsvideos geben. Das nächste Reinigungsvideo von mir, was kommen wird, das wird am 17. Januar online gehen. Das ist nicht nur ein Reinigungsvideo. Ich wollte euch mal zeigen, dass man auch Bronze patinieren kann. Und ich sag mal, in dem Sinne vernünftig patinieren kann, so dass es nicht aussieht, als wenn es lackiert worden ist. Oder wie andere eben sahen, ja, mit, ich kann es euch ja sagen, es kursiert ja immer viel im Internet rum mit Ammoniak nur. Ammoniak ist erstmal, wenn man es pur nimmt, schädlich. Man muss auch wissen, wie man mit dem Ammoniak, ich sag jetzt mal, eine Patina herstellt. Also es wird meistens echt eine, ja, ich sag jetzt mal, fast eine schwarze Patina. Das hat nichts mehr mit Patina zu tun. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich nehme natürlich auch Chemikalien. Ich habe natürlich auch noch andere Chemikalien, wo man mit diese Patina erzeugt, aber die kann ich euch in dem Video nicht zeigen, oder ich zeige euch sowieso in dem Video nicht, mit welchen Chemikalien man was patiniert. Ich zeige euch nur, dass es geht. Eventuell, je nach Anklang des Videos, was am 17. ist, könnte ich kleine Päckchen packen mit dem Grundstoff, aber das erkläre ich euch dann hinterher. Das ist zwar auch nicht gerade gesundheitsförderlich, aber wenn ihr euch an die Regeln haltet und an meine Anweisungen, dann könnt ihr sicher sein, dass eben nicht so viel mit passiert, als wenn ihr, sag ich mal, reines Ammoniak nimmt oder ich sag mal, ja, andere Dinge. So, es sind soweit die Sachen fertig. Jetzt gehen wir nochmal hier, um das Wachs aus der Bürste rauszukriegen, nochmal hier über so ein Tevertuch, also über ein Krepptuch rausmachen. Jetzt nehmen wir nochmal die Münzen, um nachzupolieren. Ihr müsst euch natürlich immer Zeit damit lassen. Also desto besser ihr das Ganze poliert, desto schöner ist hinterher das Erscheinungsbild. Und ihr werdet auch sehen, dass wie sowas wie eben diese weißen Kalkflecken, die in der Münze waren, weg sind. Und dass man dann auch das Münzbild besser erkennt. Also die Münze hat mein Kumpel schon vorgereinigt. Also da habe ich nichts mehr dran gemacht, außer das, was ihr jetzt seht, die Konservierung. So, wir können vielleicht jetzt noch eine Schippe von der Drehzahl drauf tun, dass es vielleicht ein bisschen mehr glänzt. Nur nicht so viel, nochmal hier drüber. So, jetzt nehmen wir nochmal die.
Ich werde auch heute noch das Video online setzen, hoffe ich. Und dann habt ihr was für die Feiertage zu gucken. Das sind so Videos, die ich mal zwischendurch machen kann. Für das nächste Jahr habe ich noch ein paar Projekte offen. Das sind solche Sachen wie, wie kann ich was ergänzen? Aber das muss ich erstmal gucken. Ich muss gucken, ob ich die Zeit dafür habe, sage ich mal im nächsten Jahr. Und ich muss auch gucken, wie die Filme bei euch so ankommen. Weil, wie ihr sagt, ihr dürft es mir nicht so übel nehmen, wenn da kein Interesse dran besteht oder ich merke, dass ihr auch kein Interesse dran habt, dann werde ich das ein bisschen einstellen. Ich werde zwar immer ein paar Videos sehen, aber dann muss ich gucken, so, weil es werden bestimmt ein paar Filme drunter geben oder Videos geben, die wirklich aufwendig sind und dann muss ich dann gucken, so wie es bei euch ankommt, so werde ich das auch machen. So, und jetzt zum Schluss, ohne Druck, nur auf der Oberfläche kreisen lassen, damit holt er noch den letzten Glanz raus. So. Ich zeige euch das jetzt von Anfang an nochmal von hier. Ich hoffe, dass man das so am besten sieht. Das ist der Sesterz. Wie gesagt, der muss jetzt erstmal 24 Stunden trocknen. Ihr seht selber, hier sind noch die, dass die Patina changiert, dass man sieht, dass hier noch das Helle ist, wo dunkel ist. Die dunkle Patina dunkel bleibt, wo die Hell ist, hell bleibt. Hier ist wieder eine andere Patinafarbe, die ist ziemlich, ja, ich sag mal, mehr in das Grasgrün reingehend, aber das seht ihr hinter auf den Bildern. So, die ist geblieben, könnte das auch sein. Und auch die dunklen Stellen, die in der Patina sind, sind geblieben. Also da ist nichts einheitlich in einer Farbe durchgeprägt. Hier die etwas hellere Patina, so da das seht, die ist hell geblieben von beiden Seiten. Klar, wo auch ein bisschen dunkle Patina noch war, die ist so geblieben. Also ihr bratet jetzt nicht mit dem Wachs eine einheitliche Patina auf den Münzen, so dass alle Münzen oder alle Bronzenmünzen gleich aussehen. So, ich werde es mal hier so im direkten Vergleich, da seht, dass da hinten auch diese Münzen sind, nochmal hinlegen. Da seht ihr, oder ich drehe sie mal um, so, ja, kann man nicht so sehen, dass die Farben alle unterschiedlich sind. Ihr habt ja selber jetzt live da gesehen, dass ich ein dasselbe Wachs benutze und nicht irgendwelche anderen Sachen benutze. So, jetzt werde ich natürlich zum Schluss Bilder davon machen. Ich stelle mal die Kamera, da ihr mich wieder seht. Und Münzen habt ihr jetzt lange genug gesehen. Naja, seht ihr ja noch die Bilder. Ja, ich werde jetzt gleich noch zum Abschluss die Bilder machen. Die kommen dann ans Video zum Schluss. Wer bis dahin geguckt hat, weiß, dass die Bilder zum Schluss kommen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine recht schöne Restweihnachtszeit. Wir haben ja heute den 27. Vielleicht haben ja auch vielen Urlaub bis ins neue Jahr. Ich hoffe, dass wir uns alle im neuen Jahr wiedersehen. Wie gesagt, ich kann das heute schon mal sagen, im nächsten Jahr im September, in der ersten Septemberwoche. Also der erste Freitag in der Septemberwoche, da findet wieder mein großes Treffen statt, wieder am selben Ort, das ist in Köln-Roggendorf-Tenhoven auf dem Sportplatz, wie wir das in diesem Jahr hatten. Ich hoffe, dass da Corona mir auch keinen Strich durch die Rechnung macht, aber wie gesagt, das sehen wir dann im nächsten Jahr. Da werde ich wieder ein Video vielleicht mit dem Carsten machen, wenn der Carsten dazu Lust hat. Das tun ja jetzt wieder nötigen, da das macht. Aber ich denke mal, das macht der Carsten. So, ich hoffe, dass ich dann mit dem Carsten im nächsten Jahr noch wieder ein paar schöne
Videos zusammen mache für euch, Sucher, also Auftragssuchungen, Videos. Vielleicht werden wir auch mal wieder so ein Video zusammen machen, wo wir vielleicht im Wald unterwegs sind oder auf dem Acker unterwegs sind. Also das stellt sich natürlich im nächsten Jahr aus. Vielleicht haben wir natürlich auch Glück, dass uns Kabel 1 vielleicht unter Vertrag nimmt. Das heißt, dass wir vielleicht noch ein paar schöne Auftragssucher-Videos fürs Fernsehen machen. Aber wie gesagt, das steht noch alles in den Sternen. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, eine schöne Zeit. Kommt gut rüber in das neue Jahr. Vor allem bleibt gesund. Denkt daran, tragt die Masken, wascht eure Finger häufig. Denkt an eure Eltern, denkt an eure Großeltern, denkt an eure Kinder. Vielleicht habt ihr so wie ich ein Kind im Haushalt, was zur Risikogruppe gehört. Meine Frau hat jetzt noch ihre Eltern, die sind auch schon weit über 70 Jahre alt, dann auch eine Risikogruppe. Lasst euch nicht von den ganzen Bekloppten Jeck machen, dass es kein Corona gibt. Ich kann euch sagen, es gibt Corona. Dazu können auch gerne mal Daniel fragen. Daniel ist der Arzt und wie gesagt, bleibt gesund, haltet euch an alles. Also bis dann. Tschüss.